Alright, ich hoffe, ihr hört die Musik. Die Musik wird leider gleich aus sein. Aber bis dahin könnt ihr noch die Musik genießen. Tanzen Rebellion. Bisschen tanzen. Yes, wir starten gleich. Aber ich wollte den Livestream jetzt für ein paar Minuten schon eher schalten. Ihr könnt euch Wasser holen. Und wer keine Matte hat, heute lohnt es sich vielleicht für einige Übungen, ein Handtuch zu haben. Wir werden zum Beispiel eine Side Plank haben und wenn dann der Boden zu hart ist, dann wäre es vielleicht für den Ellbogen unangenehm. Das heißt, holt euch eine Matte. Gut. Ja, wir haben noch ein paar Minuten, glaube ich. Ah ja, und ich sehe eure Kommentare leider gerade nicht. Wenn irgendwas ganz Dringendes ist, dann sagt mir die Berner das. Ihr trainiert drüben fleißig mit. Und ja, ich schaue mir bei eure Kommentare danach an und vor allem könnt ihr auch nach dem Workout die Kommentare schicken. Da freue ich mich. So, eine Minute noch. Dann geht's gleich los. Bild passt hoffentlich. Ich weiß heute, wo ich manchmal ein bisschen tiefer gehe, glaube ich, dass ihr mich schon seht. Aber auch das kriegt man hin. Ja, es ist blöd. Das ist einer meiner Lieblingstracks. Aber muss ich jetzt gleich wegschalten. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wie gerade die Qualität ist vom Sound, wenn die Musik an ist und ich gleichzeitig rede. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Qualität nicht so gut ist mit der Musik und dem Sound und meiner Stimme gleichzeitig. Aber sollte das vielleicht für einige anders sein, könnt ihr mir natürlich gerne schreiben. So. Wir sollten uns auch mal zum Tanzen treffen, oder? Gut. Alright. So, ihr Lieben, willkommen zum zweiten Live-Workout, Healthpunk Live-Workout. Ich hoffe, es geht euch einigermaßen gut zu Hause. Zumindest das Wetter lädt zumindest jetzt eh ein, zu Hause zu bleiben. Es fällt einem nicht ganz so schwer. Ja, und ihr könnt euch auch weiter fleißig draußen joggen gehen und in Bewegung bleiben. Wir treffen uns halt nur nicht mehr. Und ja, ich bin mega happy, dass gestern so viele dabei waren. Super Feedback auch von euch, auch konstruktives Feedback, also das auch immer raushauen. Ganz wichtig. Und ja, ich habe noch zwei Sachen, die ich sagen will. Und zwar erstens, ich habe ab Montag, immer Montag und Mittwoch, dann eine richtige Location Fotostudio. Da bin ich praktisch dann nicht mehr in meiner Küche, sondern in meiner Wohnküche, sondern im Fotostudio. Und da werden dann die Workouts auf jeden Fall, da werde ich mich noch besser sehen und ich werde noch mehr Platz haben. Yes, immer Montag und Mittwoch im Fotostudio. Und für heute auch gleich gesagt, sollten irgendwelche Übungen dann gleich vorkommen, die ihr nicht machen könnt, weil ihr eine Verletzung habt oder irgendwas, dann sehe ich das natürlich heute nicht als Trainer. Und ich kann euch nicht eine Alternative direkt geben. Ja? Es wurde gefragt, ob du den Link in die Veranstaltung von dem Video posten kannst. Ich habe das schon gemacht, aber du musst es kurz freigeben. Freigeben? Okay, sorry, ganz kurze Unterbrechung. Wenn du es freigibst, dann ist der Link in der Veranstaltung, dann finden es die Leute leichter. Ja. Sorry, ganz kurzer Break. Ihr könnt ja schon mal vielleicht ganz kurz in die High Knees gehen. Ich soll den Link irgendwie freigeben.
Also jetzt sehe ich zumindest gerade live, über 50 Leute sind da. Das finde ich super gut. Bitte schon mal eine Übung. Ich schalte gleich den Link frei. Ihr könnt schon mal ein paar Verbeugungen gehen. Ausatmen, dann wieder tief einatmen. Groß machen, ausatmen, runter, immer kurz andehnen. Und dann gebe ich noch kurz diesen Link frei. Den sehe ich gerade selber. Das ist auch lustig. Oh, das ist ja wirklich live. Geil. So. Alright, also mit dem Laptop sehe ich mich jetzt auch. Ich hoffe, die Verbindung ist dann auch noch weiter gut. So, jetzt geht's aber los, Leute. Also ich freue mich auch heute wieder mit euch zu schwitzen. Und ja, das Workout wird heute so sein, dass wir im Warm-up vor allem die Übungen schon mal ein bisschen uns reingrooven werden, die später auch im Zirkel sind. Heute wird es auch nicht ganz so schweißtreibend, nicht ganz so viele Beinübungen. Falls ihr noch eure Brokkolisocken anhabt, Brokkolisocken könnt ihr ausziehen. Yes. Und yes, wir starten. Ihr stellt euch schön stolz hin. Schulter nach hinten, Brustkorb stolz. Und wir wollen die Flügel ausfahren. Finde ich immer gut am Anfang, sich aufzurichten. Wir atmen das aus, können den Rücken ein bisschen rund machen, dann einatmen. Machen uns richtig schön groß die Schultern so weit nach hinten, wie es geht. Mal hinten, hinten, unten. Die Arme sind gestreckt bis zum Ellbogengelenk. Und die Handflächen zeigen nach oben. Also ausatmen, einatmen. Tiefe Atemzüge, auch das wollen wir jetzt machen, wenn wir in die Verbeugung gehen und ein paar Handwalks gehen. Bei den Handwalks, ihr werdet mich nicht sehen, wenn ich nach oben gehe, immer bei der Verbeugung, aber ihr wollt auch die Arme immer komplett strecken. Alright, also, ich mache mich groß, atme tief ein, jetzt mit dem Ausatmen, wie in der Verbeugung, ausatmen und jetzt laufen meine Hände hier langsam nach vorne in eine schöne Liegestützposition, der Liegestützposition die Schultern. Sollen nicht vorne sein, so die Schultern sollen schön hinten unten sein, Po-Bauchspannung fest und wir laufen schon wieder zurück in die Dehnung. Ihr könnt hier wie in einem abschauenden Hund auch erstmal so reinlaufen und dann eben weiter. Wieder einatmen und ausatmen. Kurz andehnen, dann weiter nach vorne laufen, in die Liegestützposition. Hier immer mal festmachen, Po-Bauchspannung fest. Dann öffnen wir uns einmal zur linken Seite die T-Bewegung. T! Shoutout zu Tobi und auch Tai natürlich, der mal meine Musikmixe gemacht hat. Und wieder zurücklaufen. Der T-Push-Up. Jetzt beim nächsten Mal machen wir auch noch Liegestützbewegung dazu. Wir laufen nach vorne. Hüfte schön stabil. Und wer kein Liegestütz kann komplett runter, der macht ihn auch nicht. Wir wollen nicht, dass der Kopf runtergeht. Wir wollen nicht, dass die Hüfte irgendwie runtergeht, sondern schön stabil bleiben, also Po-Bauchspannung fest, ein Liegestütz, vorn nochmal öffnen, zur einen Seite hoch, kurz halten, Grundposition Liegestütz, zur anderen Seite hoch und wieder zurück. Und wir laufen zurück wieder in eine Dehnung, kurz im herabschauenden Hund bleiben, Arme durchstrecken, richtig Spannung aufbauen und wir laufen zurück. Gut, jetzt, wir hatten gestern schon diagonale Rumpfstabilität im Krabbeln, im Vierfüßler. Heute machen wir das aus der Liegestützposition. Und zwar wird es die Macarena Plank geben. Und ich weiß nicht, die meisten werden das ja kennen, diesen Song. Also, wir kennen alle den Song. Und was ähnliches machen wir jetzt in der Liegestützposition. Ich würde sagen, für die Übung lasse ich einfach mal die Musik laufen. Ihr seid in der Liegestützposition. Hände ein bisschen enger als Schulterbreit, Füße schulterbreit. Und wir legen die rechte Hand zur linken Schulter. Hüfte, Schulterachse sind komplett stabil. Zurück die Hand, andere Hand, linke Hand zur rechten Schulter. Und dann nächste Position, rechte Hand zur linken Hüfte. Dann linke Hand zur rechten Hüfte. Und jetzt Achtung, jetzt rechte Hand zum linken Knie. Wenn es geht, im herabschauenden Hund, sonst kann man auch das Knie einfach anziehen. Linke Hand zum rechten Knie, herabschauender Hund.
Und last but not least, jetzt noch zum Fuß, wenn das geht. Probier es mal aus. Rechte Hand zum linken Fuß, wie beim Mountain Climber. Und dann linke Hand zum rechten Fuß. Was wir achten, da wollen wir nicht komplett krumm werden, sondern auch möglichst in der Liegestützposition bleiben. Alright? Das schon mal zum Eingrooven. Schulter, Schulter, Hüfte, Hüfte. Dann Knie, Knie und dann Fuß, Fuß. Später, ich mach die Musik mal wieder aus. Später bei der Übung könnt ihr euch selber aussuchen, wie ihr es machen wollt. Also ihr könnt dann einfach nur Schulter, Schulter, Hüfte, Hüfte machen, wenn es mit dem Knie nicht so gut geklappt hat und mit dem Fuß, oder eben die komplette Bewegung durchmachen. Gut, dann geht es weiter. Wir gehen in einen Seitstütz. So, ich hoffe, ihr seht mich komplett. Denke ich schon. So, eine Sideplank, ganz klassisch. Der Ellenbogen unter der Schulter. Wir wollen nicht, dass die Schulter, der Ellenbogen weiter weg ist von der Schulter, sonst würden wir vielleicht sogar wegrutschen. Das ist nicht schön stabil. Also Schulter über, genau über dem Ellenbogen. Und jetzt der Kopf gerade. Oh. Und zwar werden wir später die klassische Side Plank and Rotate. Und wir wollen jetzt mal den Wechsel üben. Und zwar, wir gehen jetzt runter mit dem anderen Arm, auch hier in einen Seitstütz und wechseln dann zur anderen Seite. Öffnen uns. Und wir wechseln wieder. Denn das ist der Wechsel, den wollen wir mal so zur Hälfte machen, dass wir also nicht beim Wechsel, die Hüfte kommt runter und wir müssen uns wieder in die Seite reinbringen, sondern wir wollen das ganz flüssig machen. Also nochmal den Wechsel. Zack, wir kommen runter auf den Unterarm und wieder Wechsel zur anderen Seite. So, und dann die Side Plank wird dann sein, ausatmen. Wir gehen ganz tief runter, tauchen hier durch und dann atmen wieder ein und machen uns schön groß hier. Ausatmen, durchtauchen, einatmen, groß werden. Und das wird auch dann im Zirkel gleich sein. Ja? Ihr merkt schon, mein Warm-up ist heute praktisch die Vorbereitung für das Workout. Ich glaube, heute ist es einfach besser. Wir brauchen auch nicht diese ganz krassen Cardio-Sachen und Sprünge heute. Ja, das hatten wir alles gestern. Ein paar Leute haben schon gesagt, mit den Nachbarn nicht ganz so cool, wenn man so viel springt. Und deshalb wird es heute Core-lastiger, rumpflastiger sein, das Workout. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir das Warm-up auch so machen. Und dann seid ihr perfekt vorbereitet und habt ein sehr gutes Gefühl für die Übungen. So, jetzt kommen wir zur Bridging-Übung. Klassische Bridging-Übung mit beiden Füßen. Ja, es ist ja immer schwer, dass wir hier in der Wohnung ohne Equipment auch was für unseren Rücken machen, beziehungsweise für unsere hintere Kette. Und gerade wenn wir viel sitzen, wären ja Deadlifts das Allerbeste. Also vielleicht auch, wer mag, ja, der kauft sich vielleicht jetzt gerade in diesen Zeiten eine Kettlebell, um hier ein paar Swings und einbeinige Deadlifts zu rocken, vielleicht mit einem mittelschweren Gewicht. Ja, aber für die hintere Kette, um den Po hier richtig schön, ja, aufzuwecken, ja, weil der so viel sitzt, der weiß gar nicht mehr so richtig, was er machen muss in den Bewegungen. Und wir bringen das dem jetzt wieder bei. Die Fersen sind so eine Fußlänge entfernt. Dann schauen wir, dass wir Bauchspannung haben und Achtung, den unteren Rücken zum Boden bringen. Bodenkontakt. Der Bauch bleibt hier jetzt fest. Ihr könnt es mal testen und dann in der Hüftstreckung wollt ihr das über eure Po-Muskulatur machen. Ja? Also, zck, ja, könnt ihr die Ellenbogen stabilisieren oder auch die Arme nach oben bringen. Zck. So, und dieses zck, das sind die Po-Muskeln, die sich schnell zusammenziehen. Macht das bitte jetzt alle, ne, direkt mit. Bauchspannung, Unterrücken bleibt am Boden. Jetzt ist der Bauch fest und zck, oben könnt ihr kurz bleiben, fest sein. Der Po, wie beim Deadlift, ja, versucht sich so früh wie möglich zusammenzuziehen und die Bewegung anzuführen. Nicht über die hinteren Oberschenkel und den unteren Rücken zu viel machen, sondern wir müssen ganz bewusst die Po-Muskulatur einsetzen. Für alle Fortgeschrittenen später könnt ihr ein Bein anwinkeln und hochnehmen und dann in die einbeinige Bridging-Übung gehen. Aber das jetzt nur mal vorab schon gesagt, werdet ihr gleich dann durchziehen können, wenn ihr schon Fortgeschrittener seid. So, sehr gut. Dann ein paar Beinübungen wollen wir natürlich dazu nehmen. Und deshalb wird es auch heute wieder einen Ausfallschritt geben. Und wir gehen jetzt, um auch den Hüftbeuger ein bisschen anzudehnen erstmal. Ist noch kein klassischer Ausfallschritt.
sondern wir gehen jetzt den Rückwärtsausfallschritt, der ein bisschen weiter ist als normal, um den Hüftbeuger leicht anzudehnen. Und wir achten jetzt darauf, dass wir nicht ins Hohlkreuz kommen. Also Achtung, wir gehen in den Ausfallschritt zurück, beziehungsweise ein bisschen weiter als normal im Ausfallschritt. Und jetzt hier Bauchspannung fest und nehmen wir die Arme nach hinten oben, spüren ein bisschen die Spannung im Oberschenkel und wieder den Schritt. Andere Seite, weiten Schritt nach hinten, Bauchgrundspannung, kein Hohlkreuz. Und nach hinten oben gehen. Und wieder vor, andere Seite. Ausfallschritt und macht euch lang. Also wir dehnen nur kurz an. Noch einmal jede Seite. Weiter Schritt nach hinten, Oberkörper aufrecht, aber kein Hohlkreuz. Und letztes Mal auch auf der linken Seite. Ganz weiter Schritt nach hinten, aufgerichtet. Und annehmen. Okay? Das war nicht ganz der Ausfallschritt, wie er normal ist. Machen wir jetzt auch noch ein paar als Vorbereitung. Schön aufgerichtet beim Ausfallschritt. Da wollen wir jetzt mit dem Knie fast zum Boden kommen. Ja? Wir wollen nicht ganz absetzen, sondern eben, wir können jetzt abwechselnd immer ein paar Ausfallschritte machen. Links und rechts. Wir können auch die Arme mal dazu hochnehmen. Arme sind gestreckt. Und dass ihr immer schön aufrecht seid. So. So, und jetzt gehen wir noch ein paar Leg Swings. Manche werden sich jetzt schon denken, oh, Leg Swings, das machen wir doch mal bei den Ausfallschritten auch. Genau, wir werden es gleich verbinden, aber ich wollte es heute in der Vorbereitung fürs Warm-up erstmal trennen. Bei den Leg Swings, wir wollen mal ein Bein nach oben ziehen, möglichst gestreckt, auch schwunghaft andehnen. Und ihr habt vielleicht gesehen, ja, oder seht hoffentlich meinen Arm, der ist hier rechts oben hinten, ja. Also so, rechts oben hinten und dann hier, pam, geht meine Handfläche zum Schienbein. Dann abwechselt andere Seite. Ihr wollt dabei nicht euch zu sehr beugen, sondern wollt schön aufrecht bleiben. Schön stolz bleiben, schön stolz bleiben. Pam und Leg Swing. Leg Swing. Ja, es kann ruhig ein bisschen klatschen mit Spannung. Und das werden wir dann gleich mit dem Ausfallschritt verbinden. Wir sind aufrecht, machen den Ausfallschritt und dann aus dem Ausfallschritt diesen Leg Swing mit Schmackes, mit Energie. Wenn das klatscht am Schienbein, dann macht ihr es genau richtig. Und yes, jetzt sind wir, glaube ich, fast so gut wie durch. Ups, Stimme. Ich weiß nicht, ob ich auch leiser reden kann. Vielleicht habe ich das Gefühl, weil niemand da ist, dass ich umso lauter reden muss, dass ihr mich hört. Naja, das könnt ihr natürlich mir auch als Feedback schreiben. Ob ich auch leiser reden kann? Ja. Nein, da ist auch nicht so viel Energie dabei. So, Rooney Sit-Ups, letzte Sache. Die kennen ja die meisten schon. Wir legen uns auf den Rücken. Bauchspannung, was heißt, das kennen schon die meisten. Das haben mir ganz viele Leute geschrieben. Die Alisa zum Beispiel ist mit ihrer Fitnessstudio-Gang, Girl Gang dabei. Grüße. Also es sind doch einige dabei, die noch nie bei mir trainiert haben. Von daher, da freue ich mich natürlich umso mehr. Und deswegen muss ich die Übungen heute, denke ich, auch besonders gut erklären. Also, wir sind in der Rücklage. Jetzt wichtig auch wieder hier. Bauchspannung. Hier soll nichts dazwischen sein. Bauchspannung, Unterrücken zum Boden. Wir nehmen den Kopf leicht hoch. Also alles liegt am Boden, auch meine Schulterpartie. Bauchspannung fest. Dann bleibt auch die Bauchspannung, wenn ich den Kopf eben leicht angewinkelt habe. So, und jetzt die Fäuste nehme ich zum Brustbein und dann mit dem Ausatmen nehme ich mal Schwung mit den Händen und den Armen und komme hier vor. Und dann, zack, kann man sich hier vorne mal festhalten und sich in die Position bringen. Man fasst sozusagen mit den Händen um die Schienbeine und macht sich hier nicht eben rund im Rücken, sondern stolz, Schulter nach hinten unten. Okay, stolz, wieder einatmen zurück und stolz machen. Okay, das ist sozusagen die Anfänger, die Beginner-Variante. Wenn man die Übung noch nicht bisher so kann, auf einmal sich auch noch nicht bewusst ist, wie das mit dem Rücken so ist, dass der eben schön stolz ist. Das gleiche machen wir natürlich sonst auch ohne Schwung nehmen und ohne das Festhalten. Also Fäuste bleiben jetzt mal fest, ihr könnt ausprobieren, ob das klappt mit dem Ausatmen. Komme ich hoch und jetzt schaut an, mein Rücken ist möglichst gerade. Nicht so vorkommen, ja, es gibt ja oft diese Sit-Ups, wo die Leute mit runden Rücken so vorgehen, soweit es geht, wollen wir nicht.
Wir wollen da auch eine noch Rückenübung auch mit draus machen. Nicht nur vorne, auch hinten stabilisiert. Also einatmen, zurück, ausatmen und stolz bleiben. Okay? Sonst, wie gesagt, kann man einfach die Hände mit dazu nehmen. Und übrigens für die Übung wird es dann später auch eine fortgeschrittene Variante geben. Ja, aber das werde ich gleich sagen. Also der Zirkel wird dann mit der Zeit auch noch ein bisschen anstrengend. Aber wir gehen jetzt erstmal in die erste Runde. Wie gestern auch schon gesagt, ich habe keine Musik, weil ich glaube, dass der Sound nicht so gut ist. Falls er doch gut war am Anfang, werdet ihr mir das gesagt haben, geschrieben haben. Dann gibt es beim nächsten Mal vielleicht auch Musik über den Stream. Genau, jetzt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr eure eigene Musik anstellen, wenn ihr das parallel laufen lassen könnt am Laptop, also eure eigene Mucke und trotzdem noch, dass ihr den Stream hört. Das geht ja am Laptop gut, am Handy meistens nicht so gut. Also könnt ihr noch kurz euch eure Musik reinhauen und dann legen wir gleich los. Und wir starten erstmal easy mit der, was heißt easy, ihr solltet natürlich nicht easy machen, mit der Bridging-Übung. Wir starten in 10 Sekunden. Also legt euch alle auf den Rücken. So, Fersen, Fußlänge entfernt vom Körper, Bauchspannung fest, Unterrücken zum Boden. Alle Fortgeschrittenen, wie gesagt, auf einem Bein. Langsam runter, bis man berührt, zck, explosiv hoch. Ja, wenn man das Bein anwinkelt, hat man den Vorteil, dass ihr nicht so leicht ins Hohlkreuz kommt. Zck. Langsam runter. Zck. Langsam runter. Und ihr könnt auch fünfmal links, fünfmal rechts machen. Man muss nicht bei der Hälfte wechseln, sondern zck. So, jetzt wäre die Hälfte, andere Seite. Oder eben ihr seid auch sonst beidbeinig. Weil was ihr auf jeden Fall, ihr wollt auf jeden Fall komplett in die Hüftstreckung kommen. Ja, was nicht gut ist, ist einbeinig zu machen und dann hier nicht richtig hochzukommen. Wir wollen schon eine Linie bilden hier. Das heißt, lieber auf beiden Beinen zck, und dafür gut und in einer schönen Linie mit dem Oberschenkel und dem Oberkörper. So, ich switch wieder auf ein Bein. Ja, welche Seite hatte ich? Die. Mit dem Ausatmen. Und Pause. Es geht in die nächste Übung. Und jetzt kommen wir zu der Macarena Plank. Alright, ich hatte es ja schon gesagt, ihr könnt euch da selber aussuchen, welche Variante ihr macht. Gebt euch alle in die Liegestützposition. Die Hände können ein bisschen enger sein als die Schultern, Füße schön schulterbreit hinten. Und wir legen los. Rechte Hand zum linken Schulter, wieder zurück, linke Hand zur rechten Schulter, dann rechte Hand, linke Hüfte, linke Hand, rechte Hüfte. Und jetzt herabschauender Hund. Linke Hand, rechte Hand zum linken Knie. Zurückkommen in die Position hier. Dann linke Hand zum rechten Knie. Zack. Und wieder zurückkommen in die Position. Und jetzt fortgeschritten. Noch fortgeschritten zum Fuß. Zack. Und andere Seite. Fuß. Und der mag jetzt einen Liegestütz. Zack. Und ansonsten macht ihr einfach noch. Ihr müsst den Liegestütz nicht machen. Einfach weitermachen. Mit Schulter. Schulter. Hüfte. Hüfte. Und jetzt theoretisch könntet ihr auch einfach weitermachen mit dem Knie. Dem Knie. Und wieder hier. Schulter. Schulter, also man kann auch eine leichte Variante machen. Man muss nicht den herabschauenden Hund machen mit einem Arm. Das ist schon relativ fortgeschritten. So, dann wieder Fuß, Fuß und Liegestütz zum Abschluss für alle, die den schon drauf haben. Die letzten Sekunden und es geht schon wieder in die Pause. Kurz durchatmen. So, jetzt könnt ihr aufstehen. Es geht jetzt in diesen Rückwärtsausfallschritt. Reverse Lunge mit dem Leg Swing. Also, schaut, dass ihr genug Platz nach hinten habt, schön stolz machen, aufrichten und dann rechtes Bein fängt an, rechtes Bein Ausfallschritt und dann bam, den Leg Swing mit Schmackes, wie gesagt, aufgerichtet und linke Hand ist hier links oben, links neben meinem Kopf, hinter meinem Kopf und dann bam, komme ich hier zusammen. Wie gesagt, wie aufrecht bleiben, wenn ihr zurück den Ausfallschritt macht, nicht einknicken, schön aufrecht sein. Das ist ganz wichtig. Und noch eine Wiederholung. Zack. Und wir wechseln auf die andere Seite. Halbzeit. Linkes Bein. Jawohl. Pam. Also, mal gucken, ob ihr es hört, dass meine Hand hier draufschlägt. Stolz sein und Schmackes. In der Zeit könnt ihr natürlich versuchen, ob ihr auch höher kommt. Aber es geht mehr darum, um die Power und um das Ganze, diese Bewegung, diese Explosive auch
im Rumpf ausgleichen zu können. Und Pause. Puh. Also, ich glaube, das Ganze wird wieder schweißtreibend. Und ich muss, glaube ich, dann auch bald wieder hier mein Fenster aufmachen. Gut, ihr legt euch mit dem Rücken auf den Boden. Es geht in den Rooney Sit-Up. Also, zack, alles liegt am Boden außer der Kopf. Der Kopf ist hier leicht oben und ausatmen. Wir kommen hoch, stolz, einatmen wieder zurück. Mit dem Einatmen nach hinten. Ausatmen hoch. Wie gesagt, da wollen wir nicht rund sein, wenn ihr vorkommt. Ihr wollt nicht ganz vorkommen, sondern ich sage immer Chest tall. Chest tall, wenn ihr hochkommt. So stolz, wie es nur geht. Aufgerichtet und sonst. Nehmt euch Schwung, wenn es nicht mehr sauber geht. Ja, nehmt euch hier Schwung, ist kein Problem, aber ihr wollt stolz bleiben. Noch 20 Sekunden. Haben wir gesagt, heute rumpfintensiver und gleich als Vorschau für die zweite Runde. Dann hier beim Rooney Sit so ähnlich, wie wenn man gleich aufstehen würde. Und das können dann alle machen, die wollen immer so ähnlich wie ein Burpee, dass wir immer einmal hochkommen, zack, zack, oder das Ganze explodiert. So, wieder Pause. Pause, Pause. Ich glaube, in Zukunft werde ich dann doch einen Countdown mitlaufen lassen, dass man den auch hört. Dann habt ihr ein bisschen besser die Ansage. So, und jetzt gehen wir, um auch wieder die hintere Kette dabei zu haben, wir gehen in eine Bauchlage und aus der Bauchlage atmen, blickern zur Matte sein, dann aus dem Ausatmen rudern wir. Einatmen nach vorne. Ich hoffe, ihr seht es jetzt. Ich glaube, ich muss in die andere Richtung gehen. Hab hier ein bisschen wenig Platz. Also, einatmen nach vorne und dann ausatmen. Der ganze Oberkörper kann ein bisschen mit hochkommen. Blick kann zur Matte unten sein. Einatmen und aktivieren. Die Schulterblätter praktisch nach hinten unten ziehen. Arme strecken und mit dem Ausatmen richtig schön die Schulterblätter zusammenzwicken. Wenn ihr die Ellenbogen nach hinten richtig schieben wollt. Ein paar Sekunden noch durchhalten. Auf geht's, die Füße noch nicht weg und Pause. Gut, jetzt die letzte Übung. Ich habe ja gesagt, heute wird ein Core Crusher, heute wird es Hardcore. Deswegen so ein bisschen noch als Cardio-Übung am Ende, die aber auch Core dabei hat. Gehen wir jetzt auf die Mountain Climber. Let's do it. Das ist euer Finisher für die Runde. Liegestützposition. Und Mountain Climber bedeutet hier, die Wechselschritte zu machen. Fortgeschritten, ihr macht die gleichzeitig. Ja? Und so, dass wir nicht vorne mit den Füßen berühren. Das wäre die bisschen leichtere Variante. Twitch. Switch, dass ihr berührt. Könnt ihr auch machen. Aber wer kann, der geht hier in die Mountain Climber, in die Wechselnden. Was dann auch noch gehen würde als Alternativübung sind die Brazilian Ab Twists. Also alles ähnlich wie der Mountain Climber, ein bisschen langsam. Also, weiter geht's, Leute. Noch 23 Sekunden. Push it. Und da kann man jetzt schon mal ans Limit kommen. Das soll so sein. Auf geht's, 15 noch. Alle Falten noch 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Puh, also, ich komme wieder richtig ins Schwitzen und ich denke ihr auch. Und jetzt sehe ich gerade, naja, das ist nicht so schlimm, Leute. Das war die erste Runde. Ich habe gerade gesehen, haben 6 Übungen gemacht. Eine Übung habe ich vergessen, aber ich habe auch gesagt, wir wollen uns steigern für Runde 2 und 3. Das wird also auch deshalb passieren, weil wir dann noch eine Bonusübung haben. Na gut, das kann passieren. So, durchatmen. Vielleicht wollt ihr auch euer Fenster aufmachen, frische Luft reinlassen. Ich muss das auf jeden Fall machen. Gut. Also, wenn ihr mal
Wenn ihr mal bei Übungen ans Limit kommt, ja, dann nicht ärgern. Das Prinzip lautet Fail Forward. Fail Forward. Ja, nur wenn wir Dinge machen, die uns auch an unsere Grenzen bringen, und dann setzen wir beim Körper auch einen Trainingsreiz, ja, dass der sich wieder weiterentwickeln muss, weiterentwickeln möchte, um dem in Zukunft standzuhalten. Das heißt, wenn ihr da beim Mountainclimb am Ende nicht durchhaltet, nicht ärgern oder so, das ist ganz normal. Auch ich bin zum Beispiel gestern bei einigen Übungen, bei dem Krabbeln mit dem einen Bein, bin ich richtig ans Limit gekommen und insgesamt, wie Berner weiß es, ich war danach ganz schön fertig, war ganz schön anstrengend, auch mit dem Erklären nebenbei. Und yes, fail forward, Leute. No worries. Gut, nochmal ganz kurz die fortgeschrittenen Rooney Sit-Ups jetzt, wenn ihr dann noch ein bisschen mehr Power reinbringen wollt und auch eben den Herzschlag hochbringen wollt, dann könntet ihr mit viel Schwung, ja, hier, entweder mit beiden, ja, mit beiden, bei beiden Armen explosiv vor und dann hier seitlich und hochspringen. Bisschen wie ein Burpee. Oder eben, dass ihr jeweils, wenn ihr vorkommt, hier ein Bein anwinkeln und dann hier mit der Hand zu Hilfe nehmen. Ja, gibt noch keinen Namen. Rooney Stand-Ups vielleicht ist ein schöner Name. Und dann ist es auch, ne, man, so normale Crunches, Bauchmuskelübung macht ja gar nicht so viel Sinn, weil es die Bewegung gar nicht so im Alltag gibt, ne, diese Crunch-Bewegung. Ne, das gibt's nur, das gibt's gar nicht im richtigen Leben. Aber diese Rooney Sit-Ups, dass ich sage, ich mache mich hier stolz, das ist praktisch wie ein Aufstehen und daher eine viel funktionalere Übung in meinen Augen. So Leute, wir legen wieder los, in 10 Sekunden starten wir. Und wir starten, so, mal die Kettlebell hier. Wir starten mit der Bridging-Übung. Ab auf den Rücken legen, ab auf den Rücken legen. Fersen eine Fußlänge fern vom Po, Bauchspannung, Unterrücken zum Boden, fortgeschritten, einmal anwinkeln. Und wir können sogar 5 pro Seite machen. 2, 3, 4, 5 und wechsel. Alles dann anwinkeln. 1. Genau, ihr könnt euch entweder hier stabilisieren oder auch die Arme hochnehmen, alles ein bisschen instabiler. Und letzte Wiederholung. Und andere Seite wieder. Achtet darauf, dass wirklich auch die obere Schulterpartie, ja, oder die Schulterblätter wächst, kommen vom Boden, nur die oberen Schulterpartie, die ist noch am Boden. Und wieder wechsel. Also ihr könnt hier entweder die 5 Wiederholungen immer machen und wechseln oder 30 Sekunden durchgängig. Das 30 Sekunden durchgängig wäre natürlich am schwersten. Ich wollte jetzt auch mal diese Variante zeigen. So, ich kann natürlich nicht wirklich gut zählen. Pause, geht schon wieder weiter. Falls ich mal nicht 5 mache, naja, kann ich reden und zählen gleichzeitig. Die Macarena Plank. Alright, in die Liegestützposition. Ja, und jeder sucht sich jetzt die Variante, wo er sich ganz gut damit fühlt. Und eins hatte ich noch nicht gesagt, in der ersten Runde nicht zu schnell alles machen, sondern langsam. Also, mal hier kurz halten. Kurz halten, eine Sekunde. Hüfte, halten. Hüfte, halten. Herabschauender Hund. Kurz. Stabilisierung spüren. Und dann Rücken bleibt gerade. Achtung jetzt hier zum Fuß. Zum Fuß kann man natürlich auch versuchen zu halten. Und noch ein Liegestütz für alle Fortgeschrittenen. Liegestütz nur machen, wenn man nicht mit dem Kopf runterkommt. Ja? Nur wenn ihr es sauber schafft. Sonst kann man auch einen kleinen Liegestütz machen. Und die letzten 4, 3, 2, 1 und 0. Sehr schön. Dann Reverse Lunge and Leg Swing. Wir stehen wieder auf. Und danach, Achtung, danach kommt die Side Plank. Ich hoffe, diesmal vergesse ich es nicht. Also, schön. Stolz und aufrecht, wie gesagt, rechtes Bein fängt an. Ausfallschritt, Knie fast zum Boden und dann hier linker Arm ist oben, linke Hand ist oben. Leg Swing. Leg Swing. So, ein bisschen hinter, oder?
Durchgänge. Ja, hier sind es nicht 5 Sekunden, 5 Wiederholungen links und 5 Sekunden, 5 Wiederholungen rechts, sondern wir wollen hier durchgängig das Ganze rocken. Und noch 2 Wiederholungen. Und Wechsel, andere Seite. Anderer Arm kommt hoch. Anderes Bein hinter. Leg Swing. Oh. Bleibt aufrecht, wenn ihr zurückgeht, nicht den Oberkörper nach vorne bringen, schön stolz. Und noch 10 Sekunden. Und dann, jetzt aber, Side Plank, Leute. Wir gehen in den Seitstütz. Habt natürlich noch ein paar Sekunden Pause. Das habe ich gar nicht gesagt. 60 Sekunden Belastungszeit. Und 20 Sekunden Pause sind immer zwischen Übungen. In 5 Sekunden geht es weiter. Also schon mal die Position bringen. Seitstütz, Arm angewinkelt. Der andere Arm hoch. Und jetzt ausatmen. Wir gehen tief, tauchen tief durch. Und dann einatmen, wieder groß machen. Alle Fortgeschrittenen können sogar den Fuß noch mit hochnehmen. Jawohl, weit durchtauchen und dann zum Himmel. Nein, zur Decke. Ja, bin ich gewohnt drinnen zu sein. Also, noch ein paar Wiederholungen auf der Seite. Und letzte Wiederholung. Jetzt der Wechsel ohne abzusetzen. Zur anderen Seite rüber. Und dann öffnen. Durchtauchen. Und wieder. Also sonst einfach Bein ablegen. Auch vollkommen in Ordnung. Fuß ablegen. Durchtauchen. Und wieder hoch. 10 seconds left, noch 10 Sekunden. Und noch 2, 1, 0. Gut. Wir kommen, ihr könnt unten bleiben jetzt. Ihr könnt unten bleiben, denn wir kommen zu den Rooney Sit-Ups. Also, auf den Rücken, Kopf bleibt oben, Bauchspannung, Unterrücken zum Boden. Also, wie ihr wollt. Mit Schwung oder ohne Schwung oder auch mit Aufstehen. Okay? Also, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Leute. Mit dem Ausatmen. Wer mag, geht mal in diese Variante. Oder eben mit Schwung. Zack. 1, 2. Das Bein abwechseln. 1, 2. Das Bein abwechseln. Noch 15 Sekunden. So, die Version ist ganz schön anstrengend. Habe ich mir einiges. Seht jetzt auch bei der Bewegung, kann ich nicht mehr ganz stolz sein im Rücken. Beziehungsweise aufrecht. Und 0. So, jetzt ein kleines Special, Leute. Wenn ihr einen rutschigen Untergrund habt, ja, dann könnt ihr mal die Matte wegtun. Und zwar, ihr könnt noch was ausprobieren. Und zwar, ihr legt euch auf den Boden. Alle legen sich sowieso auf den Boden. Aber ihr könnt ausprobieren, wenn ihr die Hände hier vornehmt, ob ihr euch hier ranziehen könnt. Wieder wegschieben. Und dann, oh, ich bin schwitzig geworden. Also vorhin hat es noch geklappt. Ich merke gerade, mein T-Shirt ist ein bisschen schwitziger geworden. Also ihr könnt entweder die Variante machen mit ausatmen, stolz, aufrichten oder mal versuchen, sich am Boden vorzuziehen. Wieder wegschieben und wieder wegschieben und knallhart, fährt er wie ein Klimmzug gerade für mich. Also ich muss wieder, glaube ich, zu der anderen Übung rübergehen, Leute. Denn ich schwitze zu viel. Ein paar Sekunden haben wir noch. Ellenbogen schön nach hinten. Oberkörper aufrichten. Ja. Also, das hat keinen Zweck. Vorhin hat es super geklappt. Als ich noch nicht so geschwitzt habe, aber
Jetzt ist Schluss damit. So, und Leute, jetzt sind wir wieder bei der letzten Übung und unseren Mountain Climbern. Beast Mode on, zieht nochmal durch. Eine Minute Action. Schultern schön mit den Händen lassen. Blick nicht nach unten bringen, ja nicht die Hüfte hier oben, sondern na, ich nehme mal die Füße von der Matte weg. Sondern Schultern sind über den Händen und der Blick bleibt vor euch auf der Matte. Den Kopf nicht hängen lassen. Ganz aufrecht sein, in dem Sinne relativ gerader Rücken. Auf geht's, Leute. Fighten. 30 Sekunden noch. Wenn es nicht mehr geht, in der Liegestützposition bleiben, abwechselnd ein Bein vorziehen. Oder sonst in den Unterarmstütz gehen. Also, 20 Sekunden. Everybody's fighting. Auf geht's, Leute. 15. Noch 10. Auf geht's. Stay tough. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Good job, guys. Imaginäre Fist Bump. Trink was. Und bei, obwohl mein Fenster offen ist, das nützt nichts. Ich glaube, ich muss mein T-Shirt ausziehen. Das ist alles schwitzig hier. Oh. Aber sehr gut zu schwitzen. So. Dann einmal wieder zurückstellen, den Timer. Ihr habt noch ein bisschen Zeit durchzuatmen. Und ja, also ich will weiterhin auf jeden Fall immer, will weiterhin ein freies Workout, ein gratis Live-Workout jede Woche machen. Welchen Kanal, weiß ich noch nicht. Ich habe ja schon dazu aufgerufen, wer meinen YouTube-Kanal vielleicht noch nicht abonniert hat, helft mir da auch die 1000 Abonnenten zu kommen, dann kann ich auch bei YouTube live streamen. Sagt anderen Leuten Bescheid, die ihr kennt. Dass sie vielleicht den YouTube-Kanal sich auch mal anschauen. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Unterstützung. Und es soll mal ein freies Workout geben und dann, wer Bock hat und sagt, hey, ich möchte auch unter der Woche regelmäßig trainieren, Montag, Mittwoch, Live-Workout, danach natürlich das Video abrufbar. Dann habe ich eben dieses Stay Healthy, Stay Home oder Stay Home, Stay Healthy Programm. Ihr kriegt noch Ernährungsaufgaben jede Woche. Ihr kriegt Biohacks, ja, zum Thema Schlaf, Produktivität und so weiter. Und es wird ein Stand-Up-and-Move-Programm geben, ja, dass ihr ein richtiges, festes Programm habt, das euch eine Aufgabe gibt, die ihr jeden Tag machen könnt. Alle Stunde einmal eben aufstehen und sich bewegen. Das werde ich ein Programm entwerfen auch. Und wer Bock hat, sozusagen da ganzheitlich über die ganze Woche auch seine Gesundheit zu optimieren und die Chance zu nutzen, eben wenn man viel zu Hause sich auf neue Sachen zu konzentrieren, dann ja, könnte bei dem Programm dabei sein. 9,90 Euro pro Woche ist, glaube ich, für die zwei Workouts und noch das Ganze drumherum nicht viel und unterstützt mich als Trainer, der keinen Job mehr hat, der nichts mehr verdient. Deswegen freue ich mich über Support auf dem Wege und yes, jetzt würde ich sagen, machen wir weiter und gehen in die dritte Runde. So, jetzt Beast Mode on. Wir starten gleich wieder in der Bridging-Übung. Ah, ja. So, also wir legen uns hin. Und wieder, Beine sind angewinkelt und jetzt können wir gucken, ob ihr es einbeinig, Bauchspannung fest und drücken zum Boden, ob ihr es schafft. 30 Sekunden ein Bein. Denkt dran, der Po will sich so früh wie möglich zusammenziehen. Der will die Bewegung anführen. Das müsst ihr ganz bewusst ansteuern. Ihr wollt den Po so früh wie möglich anspannen und oben in der Hüftstreckung bleibt er noch kurz angespannt. Und noch eine Wiederholung. Andere Seite für die, die jeweils einbeinig das Ganze machen. Und go. Zck. 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 Wie gesagt, könnt ihr euch auch seitlich abstützen. Zck. Gerade wenn man die Fuße vor Schulterbreit hatte, natürlich schwer, das um die Schultern hier zu machen. Und Po kontrahiert zuerst. Zieht sich zuerst zusammen. So früh wie es geht, den Po festmachen. Auf geht's. Die letzten Wiederholungen.
Noch 5 Sekunden. Und dann Zero. Jetzt geht es wieder in die Macarena Plank. Also, ihr geht euer Tempo, am besten nicht zu schnell, und Knie muss man nicht dazu nehmen. Also, Liegestützposition, Füße schön breiter hinten, breiter als Schulter, Hände ein bisschen enger, und wir starten. Schulter, Schulter, Hüft- und Schulterachse, da bewegt sich nichts, also das wollen wir nicht machen, Leute. Nur, dass der Körper nicht mitgeht. Hier ganz fest bleiben. Schulter, Schulter, dann Hüfte, Hüfte. Jetzt kommt die Hüfte natürlich hoch. Wir berühren und kommen wieder ganz zurück in die Position. Ganz zurückkommen. Wichtig, nach dem Abstand nun wieder zurückkommen. Jetzt bleibt der Rücken gerade bei den Füßen. Und Liegestütz. Auf geht's. Zack. Zack. Hüfte. Hüfte. Knie. Zurückkommen. Zurückkommen. Fuß. Fuß. Und Liegestütz. Oh, noch einmal. Schaffen wir es. Die letzten Sekunden, 2, 1, 0. Sehr schön. Jede Übung zum letzten Mal, Leute. Ha? Jetzt könnt Vollgas geben bei den Übungen. Ihr müsst sie dann heute nicht mehr machen. Vielleicht wollt ihr sie nochmal machen. Ja, auch gut. So, richtet euch auf. Wir geben den Reverse Lunge and Leg Swing. Beziehungsweise wer springen mag, kann jetzt immer 6 Ausfallschritt-Sprünge machen und dann kurz auf der Stelle laufen. Ja, wer springen mag, macht die Sprünge, ansonsten hier diese Übung. Also ich springe nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wieder kurz laufen. Und wieder 6 Sprünge. 1, 2, 3. Aufpassen, dass der Oberkörper möglichst aufrecht bleibt. Und wieder kurz laufen. Und dann wieder die Lunge Jumps. Und go. Ah, ich habe den Wechsel vergessen anzusagen. Shit. Wechsel für alle, die Leg Swings machen. Sorry, Leute. Leg Swings. Nochmal wechseln die Seite. Eieiei. Und die letzten 2, 1, 0. Also sorry, wenn ihr gerade die eine Seite zu lange gemacht habt. My bad. Es geht in die Side Plank runter. Und wie gesagt, alle Fortgeschrittenen können schauen, dass sie die Side Plank mit Fuß oben machen. Also, ready, set und action. Es geht los. Durchtauchen, weit durchtauchen. Öffnen, weit öffnen. Ausatmen, könnt ihr nach unten gehen, einatmen, aufrichten. Die letzten Sekunden und Wechsel auf die andere Seite. Weit hier, kommt so weit ihr könnt, hier durchtauchen, ohne dass der Fuß mitgeht. Hüfte kann leicht mit einknicken, der Fuß bleibt. Ten seconds left. Und Schluss. Zero. So, wir kommen zu den Rooney Sit-Ups. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr mehr Cardio gehen wollt mit Up and Down oder ob ihr nur auf den Core geht. Ich würde sagen, ich gehe jetzt auch mal nur auf die normalen Rooney Sit-Ups, bringe ich da auch nochmal ans Limit. Also, ausatmen nach oben, einatmen zurück. Stolz. Ich glaube, das wird die längste Minute für mich heute. Noch länger als die Mountain Climber. Dass ich hier komplett stolz immer oben bleibe. Und dass meine Hände nicht weggehen. Ja? Das wollen wir, dass die Hände praktisch nicht
die schwere Variante, wenn man die durchziehen will. Fäuste haben Kontakt. Oder man will keinen Kontakt und Schwung ist auch okay. Aber wenn es geht, Fäuste bleiben hier am Brustbein. So, noch 10 Sekunden. Alright, sehr schön. Gut. So, ich sehe gerade, Reverse Lunge and Leg Swing. Habe ich schon wieder was übersehen, Mensch. Naja, macht nichts. Die Reihenfolge ist trotzdem gut. 3 Sekunden geht's los, richtet euch auf. Und Ausfallschritt rückwärts. Und Leg Swing. Nochmal 30 Sekunden, hohes Tempo und hohe Intensität bei dem Leg Swing. Man kann natürlich auch nur das Knie hochziehen, wenn man nicht, wenn die Beine nicht ganz so mitmachen. Ah, Leute, wir haben das schon gemacht. Oh oh. Leute, my bad, wisst ihr was? Ich habe die Sprünge gemacht, das habt ihr auch vergessen. Wir gehen in die Mountain Climber kurz. 30 Sekunden Mountain Climber. Oh oh, fail, let's go. Mountain Climber. Und dann machen wir zum Ende nochmal 60 Sekunden Pull. So, und ich mache mal kurz auf Pause. Ihr macht weiter. Wir wollen die Mountain Climber ein bisschen länger machen. Nicht nur die 30 Sekunden. Oh, oh, oh. Fail von mir. So, und ihr rockt weiter. Jetzt noch 15 Sekunden. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, ihr seht, euer Trainer, für den ist es auch anstrengend, wenn er gleichzeitig trainiert und redet, dann funktioniert manchmal das Hirn nicht mehr so gut. So, und jetzt als letzte Übung gehen wir wieder in die Bauchlage und jetzt diese Pull-Bewegung, imaginär, muss meine Matte ein bisschen verschieben. Also mit dem Ausatmen hochkommen. Einatmen nach vorne. Blick bleibt unten. Lang machen und hochkommen. Wer kann natürlich auch dieses Rand ziehen, aber habe jetzt keine Chance mehr. So, spürt die Schultern, spürt die Ellenbogen, wie sie nach hinten gehen. Ein paar Sekunden sind es noch. Und zero. Alright. So, Leute. Das war's. Wir haben die Mountain Climber schon vorgezogen. Bisschen durcheinander gekommen in der letzten Runde, aber ich hoffe, es ist für euch ähnlich anstrengend wie für mich. Ich schwitze schon wieder. Ich hoffe, man sieht das. Ich schwitze schon wieder. Richtig krass hier in meiner Küche. Und ja, Leute. Und wer noch nicht genug Mountain Climber gemacht hat, der kann natürlich nochmal Mountain Climber machen. Wenn euch gerade die 45 Sekunden nicht gereicht haben. Puh. So, gut Leute, dann, ich glaube, wir sind schon locker über der Zeit drüber. Aber heute haben wir ja auch die 7 Übungen gemacht. Aber eigentlich hat ja jetzt jeder Zeit. Ne? Wenn wir ein bisschen überziehen, macht das ja nichts. Ihr könnt jetzt noch kurz ein paar Mini-Stretches mitmachen. Ich mache das mal auf den Knien vor. Ihr könnt aber auch stehen bleiben, bloß dann seht ihr meine Arme besser. Wir nehmen jetzt den einen Arm praktisch hinten zum Schulterblatt. Ja, wir helfen hier noch ein bisschen nach, dass der andere Arm auch mitgeht. Und dann gehen wir hier die Beugung rüber. Wie gesagt, ihr könnt es im Stehen machen. Den Latten ein bisschen lang ziehen, die Seite lang ziehen. Wie gesagt, ihr könnt es im Stehen machen, aber ich glaube, ihr seht mich jetzt nicht. Ich wollte es hier nicht im Ganzen
Im Stehen ist auf jeden Fall besser. Ihr wollt es hier schön in der ganzen, in der Seite spüren, nicht ins Hohlkreuz gehen. Und andere Seite erstmal zum Schulterblatt hinter, dann verlängern, verlängern, verlängern. Und dann in die Seite gehen. Und tief atmen, aber das passiert ja fast von alleine jetzt. Schön in die Beugung gehen. Okay, gut. Dann, wir machen die Hüfte auf. As usual, as always. Super, den Hüftbeuger immer wieder lang zu machen, wenn wir eben auch viel sitzen. Dann sitzen wir wahrscheinlich noch mehr als normal. Also, wir gehen in diese Ausfallschrittposition, aber eben gehen dann noch ein bisschen weiter nach vorne, dass die Hüfte weiter nach vorne kommt, weiter vorne ist als das Knie. Nicht ins Hohlkreuz fallen, Bauch, Grundspannung, wir sind aufgerichtet und öffnen uns jetzt nach oben hinten, ziehen wir die Arme, der Fußrücken kann ruhig so ein bisschen in den Boden hier hinten reindrücken, dass ihr wie das Schienbein Richtung Boden bringen wollt und jetzt noch den Arm diagonal nach, also da wo das Bein hinten ist, rechtes Bein hinten, rechter Arm geht nach hinten oben, nach links hinten oben. So, und wer eine weiche Matte hat oder ihr faltet die Matte, das Handtuch nochmal, der kann jetzt auch mal hier noch mehr in den Oberschenkeldehnung gehen. Aufgerichtet bleiben vom Oberkörper her. Könnte sogar noch einen Arm mit hochnehmen, aber das brauchen wir jetzt nicht. Gut, andere Seite. Fußrücken schön zum Boden, wie wenn ihr hier das Schienbein auch unten zum Boden drücken wollt. Weiter Ausfallschritt. Die Hüfte wollen wir weit nach vorne bringen. Grundbauchspannung. Hier wollen wir eine leichte Spannung spüren. Bauchgrundspannung. Nach hinten oben die Arme aufgerichtet. Nicht ins Hohlkreuz fallen. Ab der Hüfte schon nicht. Also ab der Hüfte geht schon der ganze Körper, der ganze Oberkörper nach hinten. Dann da, wo das Bein hinten ist, linker Arm, den nehmen wir nach rechts hinten hoch. Und wer kann nochmal hier in den Oberschenkel gehen? Gut, dann, wenn ihr einen Stuhl habt oder irgendwas Erhöhte, wo ihr es erhöhen könnt, macht ihr das. Nehmt euch einen Stuhl oder die Couch oder irgendwas. Jetzt wollen wir mal wie im Deadlift stretchen. Und zwar, wir nehmen hier, sonst könnt ihr es auch auf dem Boden machen, ja, drücken schön gerade, aber, also auf dem Boden geht's auch, sonst aber hier ein Bein hoch, Schulter, beide Füße zeigen nach vorne, die Hüftachse ist parallel jetzt zu dem Stuhl in dem Fall. Wir bleiben aufrecht und gehen mal jetzt so in die Dehnung, dass wir mit geradem Rücken gehen, also nicht so, sondern ganz aufgerichtet nach unten, da werdet ihr relativ früh schon die Dehnung spüren. Und andere Seite. Schön stolz und dann mit geraden Rücken runter in die Dehnung. Sehr schön. So, und dann fangen wir an. Hey, wir hören auf, wie wir angefangen haben. Wollen wir die Flügel auch ausfahren, unseren Brustkorb öffnen. Wir atmen aus. Atmen ein. Handflächen nach oben, richtig schön strecken die Arme. So, wer noch ein bisschen mehr stretchen will, der kann dann in den Türrahmen gehen und ein bisschen hier die Brustmuskulatur noch aufstretchen, aber da das jetzt nicht alle direkt haben, haben wir es jetzt kurz mal so geöffnet. Leute, das war's. Das war Workout Nummer 2. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt die Übungen. Heute habe ich von den Übungen ganz viele Basic-Übungen hergenommen, weil sonst als Trainer kann ich ja immer sofort bei den schwierigen Übungen korrigieren, kann zu den Leuten hingehen, ihnen zeigen, wo der Fehler ist. Das kann ich in dem Fall bei dem Workout natürlich nicht über Video und deshalb habe ich heute mal extra viele klassische Übungen reingenommen und ich hoffe,
Ihr konntet alles ganz gut verstehen, auch in der Zeit, wie ich es erklärt habe, dass das gereicht hat, um die Übungen zu verstehen und mitzumachen. Könnt ihr mir auch nochmal Feedback geben. Und ja, dann wünsche ich euch eine gute Zeit zu Hause. Stay home, stay healthy. Und wie gesagt, wer Bock hat, noch mehr für seinen Körper zu tun, für seine Gesundheit, der kann sich das ganze Programm holen. Aber hier gibt es auch noch weitere Free-Workouts. Wer sagt, hey, Hanjo, ich kann nicht so oft die Trainings machen, ich möchte trotzdem Geld spenden, haben wir schon manche gesagt, über PayPal oder so, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Aber ansonsten sind die Workouts hier am Wochenende weiter oder am Freitag weiter frei. Und dann, ja, stay strong, guys. Stay tough in diesen tough times. Ciao, ciao. Und ich freue mich auf eure Kommentare und, ah ja, ich freue mich auf eure Selfies. Leute, ganz geil, ich freue mich immer, wenn ihr mir danach ein verschwitztes Selfie-Bild schickt, auch bei Facebook oder WhatsApp. Und dann will ich irgendwann, ja, für alle, für die es okay ist, frage ich mal nach, eine Collage machen mit den ganzen Selfies oder ich werde aber die Augen, also ich werde nichts veröffentlichen, ohne dass ihr es euer okay gegeben habt, aber ich fände es cool, wenn nach den ganzen Wochen ich super viele Workout-Selfies habe und das packt schon mal vor Augen führt, wie viele Leute dadurch bewegt wurden und weiter in Bewegung waren. Also, ein verschwitztes Workout-Selfie bitte und dann, ja, stay tough, guys. And girls, of course.